Wir sind eine Demo unter dem Motto gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn widersetzen. Das machen wir nicht erst seit heute, das machen wir schon lange. Und wir haben Erfolge erzielt, wir haben auch manchmal Rückschritte gehabt. Aber heute wird es ganz deutlich, mit uns geht es so ganz bestimmt nicht weiter. Aus uns werden keine Profite gemacht. Unsere Wohnungen werden uns nicht weggenommen. Und unsere NachbarInnen werden nicht verdrängt werden. Macht mal Lärm! Wir haben bald 250 UnterstützerInnen in unserem Mietenbündnis. Das ist der Wahnsinn. Wir haben heute tausende Leute auf der Straße. Und wir hören jetzt den nächsten Redebeitrag. Von wem gehört Kreuzberg? Hallo zusammen! Soziale Stadt für alle, menschenwürdige und nachbarschaftliche Wohnverhältnisse schaffen. Gegen die weitere Isolierung von geflüchteten Menschen in Tempo-Homes. In Berlin ist durch den Verkauf tausender landeseigener Wohnungen das Fehlen bedarfsentsprechender sozialer Neubauprogramme und die zunehmend ungleiche Einkommensverteilung bezahlbarer Wohnraum zum Objekt spekulativ bedingter Knappheit geworden. Die zusätzliche Nachfrage geflüchteter Menschen hat das Wohnungsproblem nur marginal verschärft. Die jetzige Koalition hat vereinbart, geflüchtete Menschen zügig in Wohnungen unterzubringen und alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um Geflüchteten den individuellen Zugang zum Wohnungsmarkt zu ermöglichen. Diese Ankündigung wurde bisher nicht umgesetzt. Stattdessen werden weiterhin Sammellager aufgestellt. Als Tempo-Homes bezeichnet die Berliner Verwaltung die Container, die seit Mitte 2016 an 12 verschiedenen Standorten in Berlin aufgestellt wurden und aktuell über 3000 geflüchtete Menschen bewohnen, zum Beispiel am Rand des Tempelhofer Feldes mit 976 Containern, das für 1120 geflüchtete Menschen ausgerichtet ist, oder seit Februar 2018 in der Franz-Künstler-Straße, Ecke Alte Jakobstraße, mit über 40 Gebäuden für 160 Menschen. Nach geltendem Baurecht könnten sie dort bis zu 3 Jahre leben müssen. Bauträger im Auftrag des Landes Berlin ist die landeseigene Berliner Immobiliengesellschaft. Containerlager gehören dem Land Berlin und stehen auf landeseigenen Grundstücken. Diese ausgrenzenden Sonderbauten lehnen wir entschieden ab. Jawohl. Trotz scharfer Kritik von Initiativen, Vereinen und Anwohnerinnen wurde das Gesetz zum Erhalt des Tempelhofer Feldes unter dem rot-schwarzen Senat im Januar 2016 zum Zweck der Errichtung untersagt. Auch eine Randbebauung, wie sie jetzt quasi erfolgte. Dennoch soll der Standort bis Dezember 2019 genutzt werden. Die Kosten für diese Containeranlage belaufen sich auf ca. 17 Millionen Euro. Für diesen Betrag hätten laut BUND-Landesgeschäftsführer Tillmann Häuser 100 Zwei-Zimmer-Wohnungen à 54 Quadratmeter errichtet werden können. Selbst bei Baukosten von 3000 Euro den Quadratmeter. Die Tempo-Homes sind keine menschenwürdige Unterbringung, sondern Lager. Statt Wohnungen eine mit Wachschutz und Umzäunungen Containersammlung mit kleinen und beengten Wohneinheiten. Eine Wohneinheit besteht aus 3 Containern mit ca. jeweils 13 Quadratmeter für 4 Menschen, aber auch für Familien mit 3 Kindern. Rechts und links ein Zimmer mit Etagenbetten, Tisch, Stühlen und kleinen Schränken. Im mittleren Container Küche und Sanitärbereich. Kaum isoliert wie sie sind, werden sich die Container im Sommer stark aufheizen und im Winter viel Strom zum Heizen brauchen. Ausweiskontrollen für Bewohnerinnen und Besucherinnen bleiben bestehen. Bei einer öffentlichen Versammlung des Senats 2017, Tempo Homes auf dem Tempelhofer Feld, zitierte eine ehrenamtliche Mitarbeiterin die Bedenken eines Kindes. Der Junge fragte, ob es denn eine gute Idee sei, Menschen hinter einem Zaun leben zu lassen. Er sagte, er habe Angst, dass er von Joggern, Inlineskatern oder Spaziergängern angestarrt würde wie ein Tier im Zoo. So werden geflüchtete Menschen vom städtischen Leben isoliert. Der Kontakt zu Nachbarinnen im Kiez, ein gegenseitiges Kennenlernen wird weiterhin erschwert. Geflüchtete Menschen brauchen Wohnungen in den Nachbarschaften, Kiezen und Stadtteilen. In Kreuzberg gibt es Wohnungen. Der Leerstand von Wohnungen in Riemers Hofgarten, in der Kreuzbergstraße 13, Ahrenstraße 13, Großbärenstraße 17a, Müllenhofstraße 17, Mehringdamm 29, Fidizinstraße 13 und weiteren sind zum Teil schon lange bekannt.
Wir fordern, geflüchtete Menschen in Mietwohnungen unterzubringen, sie zu unterstützen und zu begleiten und Containerlager abzubauen, und zwar sofort, nicht erst in 2 oder 3 Jahren. Schluss mit der Stigmatisierung geflüchteter Menschen. Her mit den bezahlbaren Wohnungen für alle. Danke. Viel Spaß noch.